Ganz herzlich willkommen. Das ist der Hamburger Hafen. Aber wir sind natürlich nicht wegen der Schiffe hier, sondern wegen der großartigen Musik. Denn direkt am Hamburger Hafen ist natürlich auch die Reeperbahn. Und hier findet an 3 Tagen im September das Reeperbahn-Festival statt. Großartige Bands aus der ganzen Welt. Wir haben zum Beispiel Kapellen dabei aus Island, aus Schweden und natürlich auch aus Hamburg. Und ihr seht jetzt die Höhepunkte vom Reeperbahn-Festival 2008. She get up, was hard to make out, now it's plain to see. I couldn't cook to save myself, found my life for a recipe. I never looked at her just the way before, now she's all I see. Allison started to happen, Allison started to happen, Allison started to happen. May, it's so mesmerizing, can't describe it all. No one's heard the last name. I ain't asked, so who am I to blame? Earthquakes started boiling underneath my feet today. Allison started to happen. Allison started to happen. Allison started to happen. Place where I
own up now and somehow toss the beginning and try to live it down and work my way out. Get so down about it. Get the same every time I shy away from the blame and stand my time, but still wonder why. Get so down about it. She's gonna give me all the time I need to finish it. If I can, I'll sleep. Oh, I like to lie when it's not plugged in. Fading around, it starts again. Don't get a win, get so down about it. Drop you in, so hope we don't catch. Fumble your keys and throw the latch. Still worry that, get so down about it. She's gonna give me all the time I need to finish it. If I can, I'll sleep. Oh, out of soaps, be there. Talk to her as you climb the stairs. I told her.
Das ist das Zirkuszelt von Fliegende Bauten, so heißt diese Location. Und da spielen heute Abend Tomte. Und du hast natürlich eine besondere Beziehung zu Hamburg. Du hast ja jahrelang hier gelebt. Wie wichtig ist das Reeperbahn-Festival hier für die Stadt? Mal, es ist ja, glaube ich, jetzt das dritte Jahr, ehrlich gesagt, wo es stattfindet. Und man kennt es aus Groningen, da durfte ich schon mal spielen. Das ist wirklich eine wahnsinnige Atmosphäre in der Stadt. Das gibt es in Austin, wo auch alle Leute schwärmen, die schon mal da waren. Und ich glaube einfach, dass Hamburg sowas auch haben will. Und ist natürlich immer eine spitzmäßige Atmosphäre, wenn man das spürt in der Stadt, dass überall Musik ist. Und dieses Konzept, dass also die Leute ein Ticket kaufen, mit dem sie von Club zu Club gehen können, findest du das gut oder ist das für dich als Musiker vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil auch eure Konzertlänge ist natürlich kürzer? Unsere Konzertlänge ist kürzer? Spielt ihr 2,5 Stunden heute Abend? Nö, 2, aber. Ah ja, dann, ja, dann seid ihr bei, also das machen nicht alle Bands, also die meisten kriegen so eine Stunde hier. Finde ich das gut, finde ich das gut, finde ich das schlecht, finde ich schlecht? Ich glaube, ich finde es schlecht. Darf man das sagen? Ich weiß nicht so, das ist, wenn das dann zu Remi-Demi und ja, lass mal hier nochmal hingehen, so, finde da schon, dass der Kunst auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit entgegengebracht werden sollte und so. Aber ich habe da ehrlich gesagt auch Vertrauen an die Konzertveranstalter und an die Bands, dass sie es rüberbringen. Eine Stunde ist allerdings eine perfekte Länge für eine Band, die man nicht kennt. Also da ist bei mir dann auch häufig so die Aufmerksamkeitsspanne dann zu Ende und deswegen ist vielleicht auch eine gute Idee. Das war ein gutes Jahr. Und wer jetzt glücklich ist, wird es lange sein. Und die Frau, auf die du dich beziehst, strahlt wie ein Stern und hält alles ein. Die Korrekturen sind gemacht und wie heißt es so schön? Ein neuer Tag, er steht und ich bin wach. Ich habe eine Ahnung, dass du an mich glaubst. Wenn es blutet, können wir es heilen. Und plötzlich denkst du an alles auf der ganzen Welt. Und es kommt dir so vor, das ist dir alles in allem mehr als gut gefällt. Thank you.
es wird. Und alles, was du brauchst, findest du bei mir. Nichts ist so schön auf der Welt wie betrunken. Traurige Musik zu hören. Wir machen klar, und wie alles wird. Und alles, was du brauchst, findest du bei mir. Findest du bei Dennis Becker. Aus Oxford kommt eine der heißesten Bands überhaupt, Foals, wirklich in aller Munde, und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt hier seid. Thanks for being here. And Hamburg is known for good Hamburg ist für gute Rockmusik bekannt. Ihr habt schon zweimal hier gespielt. Wie empfindet ihr die Stadt? So how was it? Well, yeah, we've experienced it firsthand. So, wir haben es selbst erlebt. Im Molotow war das. Da sind auch schon viele befreundete Bands aufgetreten und alle kommen gerne wieder. Jeder sagt, es ist einer der besten Clubs. Alles hier ist so ehrlich. Do you also think about that? Redet ihr innerhalb der Band darüber, dass die Beatles hier spielten? Ich wollte das gerade sagen. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Band, die nicht irgendwie durch die Beatles inspiriert wurde. Hier ist ein geschichtsträchtiger Ort. Momentan sprechen so viele über die Foals, euren Erfolg in Großbritannien und jetzt auch in Deutschland. Wie ist das für euch? Kommt da Druck auf? Macht es Spaß oder lacht ihr darüber? Es kommt ganz darauf an. Natürlich spielen wir in dieser Band, damit die Leute unsere Musik hören. Hoffentlich mögen sie das, was wir machen. Der Druck kommt vor allem von uns selbst. Wir spielen zusammen, um gute Alben aufzunehmen. Hoffentlich bald auch ein neues. Dann wird sich diese Frage von alleine beantworten. Macht es denn immer noch Spaß, auf Tour zu sein, ein Rockstar-Leben zu führen? Wir sind keine Rockstars, aber es macht Spaß. Momentan sind wir viel unterwegs und etwas müde. Einerseits ist es komfortabel, dass sich alles eingespielt hat, aber es kommt auch eine Routine auf, wenn immer alles ähnlich abläuft. Edwin und ich haben früher in dieser fürchterlichen Bar gearbeitet. Und wann immer es auf Tour ein bisschen öde wird, erinnern wir uns daran, dass wir jeden Tag Musik machen dürfen, statt das Geschirr von reichen Leuten abzuwaschen. Es fühlt sich gut an. Und wie fühlt ihr euch heute? Ist es ein besonderes Konzert? Es wird auf jeden Fall sehr intensiv. Wir sind heute Morgen erst hierher geflogen und morgen geht es schon wieder zurück nach England. Manchmal fühlen wir uns so, als ob wir in einen Laden reinkommen und alles niederwalzen. Es ist eine richtige Mission. Wir freuen uns auf jeden Fall, hier zu sein, und eigentlich müsste es gut werden. Jetzt ist der Laden nur halb voll, aber gleich geht's richtig zur Sache. Hier seht ihr Foals aus England.
system there is. A flower shop by which I mean to say, away, away in this system there is. Another country where we should go, away, away in this system there is. Called Electric Blue.
glaube, man sieht es. Wir sind auf dem Kiez, auf der Reeperbahn. Den man kennt ja auch. Smudo von den Fantastischen Vier. Man kennt dich auch hier. Du bist nämlich Hamburger. Seit 96 ja, bist du hier hingezogen. 12 Jahre nun. Gehst du abends auf die Reeperbahn, um Bier zu trinken, um Spaß zu haben? Nee, eigentlich nicht. Wie viele Hamburger gehe ich hier, wenn bestenfalls mal unter der Woche hin. Klar, am Wochenende ist das hier eine Attraktion für das ganze Umland. Und man hat es ja schon gerade gesehen, Smudo, Smudo. Ja, ja. In meiner Freizeit bevorzuge ich dann eher lauschige Ecken. Und, aber es gibt auch immer mal wieder die eine oder andere Absturznacht. Zum Beispiel ganz unten am Kiez, weiter rechts, leicht abseits, ist die Thai-Oase, wo Oase so komisch geschrieben ist, dass es aussieht wie Vase. Und da ist eine Karaoke-Bar und da kommt man eigentlich nie... Da singst fünf, du? Da kommt man nie vor fünf. Und wenn man da immer noch mit seinen Kumpels hingeht, hey, einen Absacker habe ich in einen Song, kommt man vor fünf, sechs nicht, auch auf gar keinen Fall nüchtern wieder raus. Das ist schon schön am Kiez, aber sonst bevorzuge ich dann eher mal lausches Plätzchen in der Elbe oder im Schanzenviertel ein Bierchen, wo ich ganz in der Nähe wohne. Was sagst du dazu, dass zum dritten Mal jetzt das Reeperbahn-Festival hier stattfindet? Ist das wichtig? Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe jetzt erst das dritte Mal davon erfahren, wo ich drauf gebucht wurde. Und der Booker hat mir gesagt, er hat mich schon zweimal angesprochen, ich habe schon zweimal abgelehnt. Jetzt, wo ich es kennengelernt habe, finde ich es eine schöne Sache, dass man mit so einem Dauerticket quasi sich in vielen kleinen Clubs das angucken kann. Finde ich unterstützenswert. Aber ich gehe tatsächlich in meiner Freizeit echt wenig auf Konzerte. Das liegt daran, dass ich da beruflich quasi ständig bin. Smudo ist auf jeden Fall hier und Smudo ist als DJ hier. Ein guter Grund, nicht auf dem Knie spazieren zu gehen, auf dem Knie. Und wir gucken jetzt ein weiteres Konzert vom großartigen Reeperbahn-Festival und du hast trotzdem Spaß hier. Ja, natürlich, klar. Pictures of home, repeated again and again. Electrical problems, PLC and electrical problems, what is said on CNN. Reminds me what that French guy said. From news to movies, autograph went bare. Headlines to give you anxiety, like when Tom Cruise cries. It's all friend, but you're not answering. I'm not.
Song, and this one is for all the ladies, the Fraulein. Thank you, ladies. Hier ist natürlich Rotlicht angesagt. Du stehst seit 35 Jahren jetzt hier auf der Straße und versuchst die Leute ins Moulin Rouge zu bringen. Aber jetzt findet auch das Reeperbahn-Festival hier statt. Ja. Merkst du da einen Unterschied? Sind andere Leute hier auf der Straße? Ja, es sind viele, viele junge Leute jetzt heute. Das ist kein Publikum für uns. Das ist quasi angebracht hier für die jungen Leute, aber für uns ist das nichts. Hast du denn trotz alledem Spaß? Ist die Stimmung gut? Die sind gut, die sind nett. Kann man nicht sagen. Bis um eins. Und dann? Dann sind sie besoffen. Ja. Aber dann kommen sie zu dir. Dann kommen sie meist zu mir rein und wollen was erleben. Ja. Und dann erleben sie auch was. Ja, erzähl mal, was denn? Alte Weiber, scheiß Programm, aber sehr geile Möbel.
Und bei uns seht ihr sehr gute Musik. Hier geht's weiter beim Reeperbahn-Festival. For some reason, caught my eye.
How long?
Was hat dir gefallen an den Blood Red Shoes? Ja, das ist so White Stripes für 80er, würde ich sagen. Also rockt gut ab, schön gerade, wenig Instrumente, dadurch hast du natürlich immer eine klare Linie, so geht gut nach vorne. Was ist dein Eindruck vom Reeperbahn-Festival? Gute Sache? Auf jeden Fall, ja. Was gefällt dir daran? Ja, schön ist halt so, verglichen mit dem Open Air, dass du halt immer so die Location wechseln kannst. Das heißt, es ist immer ganz anders, wo du hinkommst. So. Weil hier wird Musik gespielt, die wird nicht überall gespielt, nämlich gute Musik. Und schlechte Musik wird ja überall gespielt. Ich möchte mein Geld auch den Veranstaltern geben, deswegen habe ich auch so ein 3-Tage-Bändchen gekauft. Einfach nur, weil es gut ist, dass das hier so läuft. Und was anders ist als bei normalen Festivals schaue ich die Bands, die ich sehen will. Hier schaue ich mir irgendwas an, weil ich sowieso keine Band kenne, bis auf so ein paar. Meter neben der Reeperbahn findet man die Heilsarmee und die ist ganz wichtig, nämlich hier im Kiez. Was macht ihr genau? Ja, wir betreuen eigentlich hauptsächlich Obdachlose oder sozial schwache Menschen und eigentlich alle, die zu uns kommen und die Hilfe brauchen oder einfach nur für Gespräch brauchen, Beziehungen. Und die Leute wirklich, also ich meine, ihr geht halt hier über die Reeperbahn, sprecht die Leute halt auch an. Merkt ihr einen Unterschied, dass jetzt momentan das Reeperbahn-Festival stattfindet? Sicher, wir merken, dass auch andere Leute hierher kommen, nicht nur unsere Stammgäste, die sonst immer da sind, sondern auch fremde Menschen kommen, die uns nicht bekannt sind und fragen, zu uns zu kommen. Hast du Zeit, dir selbst auch Konzerte anzuschauen in den ganz vielen Clubs, die jetzt hier jeden Abend irgendwie ein super Programm bieten? Schön wäre es, aber wir haben also einen sehr engen Terminplan und da ist das immer etwas schlecht, abends noch lange weggehen, wenn man morgens um 8 aufstehen muss. Das Schöne ist, der WDR Rockpalast zeichnet die Konzerte für dich auf und ihr seht jetzt ein weiteres Highlight. Oh,
Wenn man in Hamburg ist, ist man natürlich automatisch am Wasser. Der Hafen liegt direkt an der Reeperbahn. Und die nächste Band, die ihr jetzt seht, ja, die hat so ein bisschen auch was mit Wasser zu tun. Sie heißen zumindest Pete and the Pirates, stammen aus Reading und sind in Großbritannien schon ziemlich durchgestartet. Sie geben ihr Konzert hier in Hamburg im Molotow. Super kleiner Club, super stickig und ein großartiges Konzert. Hier sind Pete and the Pirates. Cheers.
Hot and Sweaty. This song is called Mr. Understanding. Dass zigtausend Menschen im September Spaß haben auf der Reeperbahn, haben wir diesen beiden Herren unter anderem zu verdanken. Aber ihr seid zumindest die Festivalleiter, die Offiziellen. Wie viele Leute sind bei euch im Hintergrund im Team? Ja, jetzt erwische ich dich auf dem falschen Fuß. Ne? Weißt du es direkt auswendig, Christian? Ja, natürlich, Tausende, ist auch klar. Nein, um ganz ehrlich zu sein, das ist super schwer zu sagen, weil natürlich, man muss die Clubs mit einrechnen, die ganzen Volunteers, die Freiwilligen, die mithelfen. Es sind so viele Leute im Team, auch in der Produktion dabei. Wir haben es nie wirklich gezählt. Ich würde mal sagen, es sind bestimmt pro Abend mindestens 500 Leute, die hier mitarbeiten. Und da wir gerade bei Zahlen sind, könnt ihr schon ungefähr abschätzen, wie es jetzt beim dritten Mal gelaufen ist? Also die ersten beiden Jahre habt ihr euch gesteigert. Wie sieht es in 2008 aus? Wir haben uns wieder gesteigert. Das ist die tatsächlich erfreuliche Nachricht. Und wir haben auch das Ziel erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wissen jetzt um ca. 21 Uhr. Am Samstag. Dass es schon über 15.000 zahlende Besucher sind. Und das war immer unser Ziel. Und das werden sozusagen über dem Ziel liegen. Und wir hatten im letzten Jahr 12 und im Startjahr 9.000 Besucher. Und damit liegen wir sehr gut im Trend. Was kriegt ihr für ein Feedback wirklich von den Leuten? Sind alle glücklich? Um ehrlich zu sein, das beste Feedback ist immer, wenn man mal einmal so ein bisschen mittendrin ist. So die Leute zu sehen, wie sie sich unterhalten über die Künstler, wie sie sich gegenseitig mit dem Handy anrufen und sagen, du musst doch mal hier hinkommen. Das ist eigentlich das Beste, weil dass die Leute zu uns kommen und sagen, ey, ist super und ihr seid die Größten, das erwarten wir natürlich. Aber das zu sehen wirklich bei den Leuten, die uns nicht kennen, das ist eigentlich wirklich das allerbeste Feedback. Und dieses Konzept, jetzt ein Club-Festival zu machen auf der Reeperbahn, muss ja demnach für euch komplett aufgegangen sein oder gibt es schon Verbesserungsmöglichkeiten?
Also Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer. Die liegen für uns ja auch immer im Programm, aber auch in der Besucherführung. Wir denken immer über andere neue Locations nach. Wir versuchen auch den Charakter der Locations möglichst interessant und abwechslungsreich zu halten. Solche Sachen gibt es immer. Und da werden wir uns von Jahr zu Jahr sicher verändern und auch steigern auf eine Art. Aber da höre ich auf jeden Fall schon raus. Es wird es auf jeden Fall in Zukunft halt auch wieder geben. Denn das natürlich jetzt an alle Zuschauer, die das jetzt sehen, Appetit bekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, nächstes Jahr im September hier hinzukommen. Auf jeden Fall. Das Witzige ist ja, dass ganz viele Leute schon denken, uns gibt es schon seit Jahrzehnten. Und wir wollen auf jeden Fall für Jahrzehnte weiter bestehen. Und es ist überhaupt keine Frage, dass es auch im nächsten Jahr wieder im September ein Reeperbahn-Festival geben wird. Wunderbar. Wir sind erstmal noch in 2008. Ihr seht jetzt das nächste Konzert. Your clothes, I was bought them today. One day they'll fit, but they never did. Splintered and glowing at the same time. You pull me up when I drag myself down. Thank you.
Jedes Wochenende kommen über 100.000 Menschen auf die Reeperbahn. Damit hier alles natürlich in geordneten Bahnen abläuft, ist die Polizei dafür da und vor allem hat die Davidwache. Also das ist ja in ganz Deutschland bekannt, die bekannteste Polizeiwache überhaupt, oder? Ja, so ist es wahrscheinlich. Ja, das ist richtig, genau. Ja. Sind Sie stolz darauf, hier zu arbeiten, auf dieser Wache? Ja, ich denke ja. Also ich mache es schon seit ein paar Jahren und es ist immer wieder ein Erlebnis, auch am Wochenende. Und für mich, ich freue mich jedes Mal wieder, hier arbeiten zu dürfen. Jetzt findet an diesem Wochenende das Reeperbahn-Festival statt. Da kommen 10.000, 15.000 Menschen alleine wirklich nur für die Clubs, für die Bands. Merken Sie davon irgendwas? Nein, also im Prinzip ist es vielleicht ein ganz klein bisschen voller als wir am normalen Wochenende. Aber wenn wir den Sommer überstehen, dann überstehen wir so ein Festival auch noch locker. Merken Sie denn, dass die Leute irgendwie halt anders sind, also dass die halt noch mehr in Feierlaune sind oder wird sowieso jedes Wochenende hier gefeiert, egal ob Winter, ob Sommer, ob Frühling, ob Reeperbahn-Festival oder nicht? Ja, gefeiert wird immer. Es ist natürlich, weil gerade hier auch auf dem Spielbogenplatz eine Veranstaltung stattfindet, wesentlich mehr Publikum draußen auf der Straße, aber auch in den Clubs. Für uns persönlich macht es keinen Unterschied. Es ist eine schöne, ausgelassene, friedliche Stimmung und gerade also das Festival lockt also ganz schön viel musikinteressiertes Publikum an. Werden Sie sich nach Feierabend denn auch noch was anschauen können, obwohl Sie haben wahrscheinlich jetzt die ganze Nacht vor sich, ne? Ich arbeite die ganze Nacht und ich bin dann auch froh, wenn die vorbei ist, dann werde ich einfach nur noch tot ins Bett fallen. Das Schöne ist, wenn Sie im Bett liegen, können Sie im WDR Rockpalast die nächste Band sehen, jetzt hier vom Reeperbahn Festival. Okay, so one more time everybody in Hamburg. Did you enjoy the Lefty Soul Connection? Cool. Okay, so this is gonna be our last song tonight. This song is called My Baby Likes the Boogaloo. It's a very old song. It's a song from the 60s about a dance called the Boogaloo. Goes, but it doesn't matter. You just have to shake your ass, you know, shake your legs, shake your arms, and shake your head, and then you just call it the boogaloo. See, my baby, she likes the boogaloo. I know she loves the boogaloo. My baby loves the boogaloo. I know she loves the boogaloo. Like a
Eine Location, die ein bisschen rausfällt beim Reeperbahn-Festival, ist Schmitz Tivoli, denn das ist ein klassisches Theater. Sieht man vielleicht auch schon am roten Teppichboden oder hier ein bisschen goldene Türklinken. Hat wenig mit Rock'n'Roll zu tun, aber eine wunderschöne Location und eine ganz tolle Künstlerin, Neka. Sie kommt eigentlich aus Nigeria, wohnt aber schon seit sie 19 Jahre alt ist in Hamburg, hat also sozusagen ein Heimspiel und deren Konzert seht ihr jetzt. I love you, did I? To you, my animals, my whipping hearts, the things I see, the maping bag, I guess. Oh, what?
Urlaubsgefühle in Hamburg. Wer nach all den Konzerten mal eine kleine Pause braucht, der muss nur 200 Meter von der Reeperbahn Richtung Hafen gehen, sitzt hier direkt am Wasser in einer wunderschönen Location. Strand Pauli heißt das Ganze. Hier gibt es gute Drinks und auch ein bisschen was zu essen. Ihr seid natürlich perfekt ausgeruht und deshalb könnt ihr jetzt auch die nächste Band sehen. The More Assured, die kommen aus London und spielen ihr allererstes Konzert in Deutschland hier beim Reeperbahn Festival. Und den Auftritt seht ihr jetzt.
It's our first single. You will mark us.
Das ist Dries und das ist Jan von The Black Box Revelation. Und so sehen die Jungs in Natura aus, denn sie spielen auch hier beim Reeperbahn Festival. So are you excited to play here tonight at the Reeperbahn Festival? Yes, we are. Wie gefällt euch die Idee, dass die Zuschauer ein Ticket kaufen und damit von einem kleinen Club zum nächsten ziehen können? Yeah, because we've played on big festivals as well, but then you lose the contact with the. Ich finde das klasse. Wir haben auch schon auf großen Festivals gespielt, aber da ist man nicht so nah an den Leuten dran. Das hier ist Rock'n'Roll. Es wird geschwitzt. Die hübschen Mädchen sind näher an der Bühne. Es gibt Bier. Girls are closer near stage and more beers. Yeah, everything is. You've played before. Ihr habt schon mal hier im Molotow gespielt. Was gefällt euch an der Reeperbahn? About the Reeperbahn and about the area here. Yeah, Jan. I was going to. Jan gibt die Antwort. Answer. Yeah, we like it because over day everybody's sleeping and then you think what a boring place. Tagsüber schlafen alle und du denkst, was ist das für eine langweilige Gegend? Aber so wie die Sonne untergeht, siehst du, wie die Leute rauskommen und Party machen wollen. Und das ist der richtige Ort dafür. I think this is the right place to have a party. So. Wie die Party im Molotow aussieht und dass zwei Leute absolut genug sind, nur mit Schlagzeug, Gitarre und Gesang, das seht ihr jetzt, hier sind The Black Box Revelation. Ganz geil. If you want to tell me something that I need to know, tell me now, right now. I wanna hear it, tell it to my ears, wow. Tell it to my ears now. You don't have to call me by my name. You don't have to treat me like your friend. I don't want to, don't want.
You are
Wo immer ich auch bin, du bist bei mir. Stehst da so selbstverliebt und arrogant und grinst mich an. Voller Genugtuung streust du eine Handvoll Zweifel in mein kleines Glück. Ach, bitte nimm sie zurück. Melancholie, nimm sie zurück. Was hast du der Menschheit jemals Gutes gebracht? Außer Musik und Kunst und billigen Gedichten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, so klappt das nie. Melancholie, so klappt das nie. Ich meine, du weißt doch, eigentlich mag ich dich sehr gerne. Wenn du nur ab und zu mal deine Fresse halten würdest. Aber du belaberst mich so lang, bis ich nicht mehr weiß, wo ich bin und was ich will. Komm, sei endlich still. Melancholie, sei endlich still. Menschheit jemals Gutes gebracht, außer Musik und Kunst und billigen Gedichten. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, fick dich ins Knie. Melancholie, du kriegst mich nie klein. Fick dich ins Knie. Melancholie, du kriegst mich nie klein. Hallo und herzlich willkommen beim Rockpalast. Wir sind heute mal in Dortmund in der Live Station bei einer Visions Party. Hier werden gleich zwei tolle Bands auf der Bühne stehen. Zum einen Saboteur, eine Combo aus Hamburg, die haben gerade ihr Debütalbum veröffentlicht. Aber jetzt zuerst kommt Portugal The Man aus Alaska und die haben einen ganz einzigartigen Sound. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Feeling when you're in the sea, it's cold out here, waiting waves on you, it's me.
since the number one. You'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. About time, that's this that it is.
Yeah.
meeting. We could do.
never find our way, but we found that we were always lost. Never find our way, but we found that we were always lost. Never find a way, but we found that we were always lost. Never find a way. Drinking a little.
Portugal The Man, eine sehr spannende Band, wie ich finde. Sie kommen eigentlich aus Alaska, wohnen mittlerweile aber in Portland. Und seit ihrer Gründung in 2005 haben sie jetzt eigentlich jährlich ein Album rausgebracht, immer mit beachtlicher Resonanz. Guys, every year a record and in between those record releases you are touring. So isn't that very stressful and unhealthy? No. Sort of unhealthy. For yeah. sure, yeah. yeah Very unhealthy, but it's what we like to do. We like to keep working, and you know, I think it's worth it. If we've got something to do, might as well just do it all the time. We love to record and tour. I've always felt, I mean, we have a month and a half off every winter anyway, just to get off the road and have some rest. And any time we go back and we sit for any length of time, we always just, after 5 days, we want to go and do something. So it just makes sense to make albums or EPs or be on tour. I mean, it's work. I mean, that's like what we do for a living. We might as well work at it. I know when you recorded your debut album, you were homeless to save all your money for the recording. So how is it now? Do you have like apartments or? We didn't realize that as soon as we finished that first album, we would be touring nonstop. So, yeah, at this point, it's the same situation, especially with us funding the last album, the newest album that just came out as well. That was just saving all of our money once again to make a record, and it's just become an endless cycle of tour and record and work. And yeah, whenever we're off tour, it's just we go and see family or we hang out with friends, and that's it. That's on the couch. Yeah, I have the impression that you are a very shy person. Like the last tours, you always played with the back to the audience. So, but that changed now. How happened? It depends on the night, I guess. I guess last time I was here, I was having panic attacks a lot and just anxiety. I don't even know why. It just comes up every now and then. And yeah, it hasn't been as bad lately, but who knows? I tend to not look at the audience anyway. But I know that you really like Germany. Do you remember how it was when you came the first time here to play? Oh yeah, it was awesome. We played in Konstanz our first night. It was actually a little bit scary because we only came over here with about 40 minutes of material, maybe, and we got to the show. We didn't even know if we were headlining. We thought we were just opening up for somebody. Turns out we were headlining, and they asked us to play an hour and a half, and we hadn't rehearsed that at all. And so we were like, yeah, we can play for an hour and a half. But we just ended up stretching out our songs, and it ended up working out and actually influenced us to improvise more and kind of made us know ourselves as a band way better. But you also here on a German label, and the other band who is playing tonight, they're also on that label. Do you know them already? Yeah, they've been on tour with us. Saboteur has been on tour with us for, I guess, a week altogether, a week and a half. And they actually did a few dates a couple tours ago as well. Really good guys. They've been jamming with us, which is something we've never gotten to do over here. Steaming Satellites and Saboteur both have jammed with us every night of the tours that they were on, and it's so much fun. That's what we're all about, is just collaboration and just having a good time, and just hearing what other people would do with your music is just so much fun. And it's good to be with a group that can do that. You know, a lot of guitarists won't just get up on stage and play, and they have no problems with it. Okay, dann wollen wir uns die Jungs jetzt auch mal angucken. Hier sind Saboteur. We'll be right back.
Slightly bleeding, hurt you on the taste of blood.
See you leave. Now that I'm one of a million trees, I will
Vielen Dank. So, Saboteur haben wir jetzt gerade auf der Bühne gesehen. Der Frontmann Peter Tiedecken, der ist kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr. Der hat bis vor kurzem noch bei Robocop Kraus den Bass bedient, war auch früher bei One Man and His Droid, wie auch der Gitarrist Matze. Da habt ihr jetzt quasi Rollen getauscht. Wir haben die Rollen getauscht, ja. Wir hatten Lust, mal was anderes auszuprobieren und die Instrumente zu wechseln. Kann ja ab und zu ganz, ganz erfrischend sein für die Band Vita. Aber ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, als Frontmann auf einmal da seinen Platz zu räumen. Also ich bin ja immer noch der Lauteste. Ich habe ja jetzt immer noch eine Gitarre um den Hals hängen und das ist schon okay. Also wir haben es ja der Songdienlichkeit wegen auch gemacht. Nicht aus irgendwelchen egozentrischen Gründen. Peter ist der bessere Sänger oder was? Auf jeden Fall, das kann ich unterschreiben, ja. Jetzt gibt es aber diese Band Saboteur ja auch schon seit 4 Jahren und eigentlich gab es da, glaube ich, auch schon recht früh Interesse von den Plattenfirmen. Ihr habt euch aber doch bis jetzt Zeit gelassen, irgendwie ein Debütalbum zu veröffentlichen. Wie kommt das? Genau, also als wir angefangen haben, gab es reges Interesse von irgendwelchen Plattenfirmen. Dann haben wir angefangen, andere Musik zu machen und dann nahm das Interesse auch langsam ab. Und dann sind wir bei Defiance gelandet. Nee, Quatsch. Also nicht ganz so, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass uns irgendeine Plattenfirma die Tür eingerannt ist oder so. Also wir sind froh, dass wir jetzt endlich unser Debüt veröffentlichen konnten und sind damit auch immer noch sehr zufrieden und ja. Aber ich glaube, es lag schon auch so ein bisschen daran, dass ihr auch lange an euren Songs getüftelt habt. Total, ja. Also es ist definitiv nicht so, dass ein Song pro Probe entsteht oder so, sondern wir tüfteln dann schon gerne mal 2-3 Wochen an einem Stück und ich denke dann kontinuierlich darüber nach, was man da machen kann und ändern kann und habe keine Zeit mehr für irgendwelche anderen Tätigkeiten. Aber stimmt das denn, dass ihr wirklich irgendwie in den letzten Jahren bis zu 70 Songs geschrieben habt? Ja, es waren nicht immer Songs, es waren auch Fragmente, die wir wieder verworfen haben, aber prinzipiell war die Ambition halt, Songs zu machen oder auch eine Platte zu machen, die so klingt, als gäbe es diese Band schon seit 15 Jahren. Wir würden nichts anderes machen, als nur Touren und in Studios abhängen. Und das ist uns natürlich erstmal so ein bisschen schwerer gefallen, als einfach nur sowas dahin zu klatschen. Ne, weil diese Ambitionen halt so ordentlich ins Schwitzen gebracht hat. Für mich hört sich das so ein bisschen an wie die Suche nach dem perfekten Song. Da frage ich mich, ist das nicht auch so ein bisschen zermürbend, wenn man irgendwie immer wieder Songs überdenkt oder den Sound überdenkt, auch Songs ganz wegschmeißt zum Beispiel? Total. Also es ist auf jeden Fall zermürbend, also ständig wieder alles in Frage zu stellen. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es auch der einzige Weg ist, um als Band so lange zu bestehen, weil man ist natürlich auch sehr schnell von dem einfachen Weg gelangweilt. Und wir haben eigentlich immer so ein bisschen die Herausforderung gesucht und dadurch fühlen wir uns auch echt total wohl im Moment damit und wir besprechen jetzt gerade wieder, in welche Richtung es gehen wird und haben keine Ahnung. Aber das heißt so, die 59 Songs, die es jetzt nicht auf die Platte geschafft haben, die sind aber auch irgendwie im Keller? Die sind passé, also die werden definitiv nie aufgenommen und die sind nur in unseren Köpfen. Schade. Jetzt habe ich gelesen, dass eine meiner absoluten Lieblingsbands so ein bisschen richtungsweisend für euch ist oder war, nämlich Motorpsycho aus Norwegen. Stimmt das? Kann man schon sagen. Ich glaube, also ich habe gestern noch mal drüber nachgedacht. Also witzigerweise haben wir jetzt die letzten 2 Tage wahnsinnig viel Motorpsycho im Bus noch mal gehört. Das ist die Band, die mich, glaube ich, so am längsten begleitet von allen Bands. Also die haben auch eine ganz ähnliche Story. Die haben auch ständig ihren Stil überarbeitet und komplett über Bord geworfen, haben viele Fans verloren, viele Fans dazu gewonnen. Aber ich glaube, dass es auch deren Geheimnis ist so, dass sie deswegen immer noch bestehen, wenn auch mittlerweile in einer anderen Formation. Aber es ist definitiv eine der wichtigsten Einflüsse für uns als Band. Wir sehen nämlich jetzt noch einen Song von euch, aber vorher muss ich mich schon verabschieden, denn ansonsten war es das jetzt von der Visions Party hier in Dortmund. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich sag bis dahin Rock on und tschüss.
turn into something they don't love. Rewind, recite. Now you're all so disappointed, boy. All the holding up will break things down. Vielen Dank.